Ja. Und, sagt Ingbert, könnt ihr noch? Ja. Ja. Was für ein Geräusch, man kann sich daran gewöhnen. Viel schöner als Geschützdonner. Wir fragen uns, warum ist Krieg? Waren wir zufrieden oder zu blöd? Es ist auf jeden Fall scheiße, erst die Pandemie, dann der Krieg. Ich kann so nicht arbeiten. Kann man nicht einfach wieder lustig sein? Ha? Ah. Mein Name ist Thomas Reis vom VfL Bochum. Alleine kann ich nicht leben. Deswegen mache ich es wieder, ja, beim Battle mit. Kleinkunstpreis. Da denkt sich der eine, ja, der alte Hase ist ein bisschen beschämend. Wäre St. Ingbert noch ein Nachwuchspreis, dann wäre ich sicherlich das älteste Wunderkind der Welt. Der eine oder andere fragt sich, was macht der dicke alte Mann da oben? Hat das nötig? Ja, aber ich will nicht jammern. Ich könnte ja was ganz anderes machen. Mein Gott. Wer ist 59? Beste Alter für eine Umschulung. Ich verstehe man sich falsch. Ich bin wahnsinnig gern Kabarettist, aber Henker beneide ich manchmal schon. Die verändern Menschen ja wirklich. Und Putin zum Beispiel, der bräuchte Veränderungen. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, ist, ja. Es geht ihm nicht gut, er hat einen Tumor, einen Gehirntumor, der muss raus, der passt nicht zu ihm, der ist gutartig. Ja, kein Mensch ist durch und durch böse, irgendwo wuchert es das Gute in uns allen, aber bei Putin möchte man sich nicht drauf verlassen, da wäre mir persönlich aktivere Sterbehilfe doch lieber, nur wie gehen wir vor, Novichok, also Gift geht ja nur bei Lebensformen, die durchblutet sind. Erschießen, aber würde Putin erschossen, dann ging ihm was durch den Kopf. Das halte ich auch für ausgeschlossen. Vielleicht geht was mit einem Holzpflock. Irgendwas müssen wir doch tun. Nichts ist bescheuerter als Krieg und so ein Krieg, der lässt dich nun mal nicht gewinnen. Also mit dieser Endsieg-Euphorie tue ich mich ein bisschen schwer. Ist ja nicht nur Toni Hofreiter, auch unser Altbundespfaffe. Ja. Haben Sie mitgekriegt, Joachim Gauck? Er will zur Waffe greifen. Der Mann ist 82. Ist das ein Aufruf zum Volkssturm? Oder hält er sich für Chuck Norris? Er ist auch 82, aber der macht das ja schon von Kindesbeinen an, das mit dem Heldengedöns. Natürlich jedes Kind träumt davon, ein Held zu sein. Robin Hood, Winnetou oder Winnie the Pooh. Ein edler Krieger. Ein Kämpfer für die Freiheit wie Pippi Langstrumpf. Meister Yoda oder Zorro. Gut, Zorro nur ohne Z. Derzeit. Oder vielleicht Heinrich der Dritte. Noch einmal stürmt, Freunde. Noch einmal für Freiheit und Kommandante Jay Zelensky. Ukrainer, komm mit mich mit euch. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Das ist viel geiler als We shall overcome. Aber wo landet so ein Held? Genau. Auf dem Friedhof, noch Meister Heldenfriedhof. Dabei guckt euch die an, die sind alle tot. So sehen Verlierer aus. Heldenfriedhof, das ist ein Widerspruch in sich, wie gute Orthopäde. Religionstoleranz. Heikles Thema, ich bin nicht religiös, aber trotzdem intolerant. Da bin ich nicht stolz drauf, man kann gar nicht tolerant genug sein. Toleranz wird nicht schlecht, also Toleranz ich in dem Fall. Das, man muss nachsichtig sein. Auch mit zum Beispiel Tino Chrupalla. Der kann doch nichts dafür, dass er deutsche Gedichte wahnsinnig liebt, aber halt keins kennt. Woher? Ich meine, der hätte ja mal eine Schule oder
So ein Skinhead. So ein Skin ist ein Skin, weil er haut. Aber das weiß er nicht, weil er kein Englisch kann. Ja. Hauen kann er dafür umso besser. Man könnte zurückhauen, aber der Klügere gibt nach. Nur wie lange? Wie elastisch ist so ein kluger Kopf? Und deswegen hat unsere Bundesregierung ja zuerst mal Helme nach Kiew geschickt. Das war schon auch klug. Ja. Denn wenn schon Krieg, dann mit Helmpflicht. Das ist deutsch. Das sind Waffengeschäfte aber auch sehr deutsch. Nur tun wir es natürlich schwer mit Waffengeschäften, an denen wir nichts verdienen. Denn da haben wir eine Verantwortung für Europa. Ja. Deutschland ist wirtschaftlich gesehen die Lokomotive Europas. Lokomotive? Spanisch. Das heißt verrückte Beweggründe. Ne? Lokomotive. Ja, ein polyglottes Publikum. Aber dann können wir weiter mal mit Englisch. Ne? Lockdown, das ist Englisch und heißt Lokomotive kaputt. Das hatten wir jetzt lang genug. Das muss ja auch alles finanziert sein. Auch die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, die sind ja dringend notwendig. Oder? Ich meine, es gibt Kritiker, die werfen ein, oh, der deutsche Rüstungsetat ist heute schon höher als der russische. Das stimmt, aber wie kann das sein? Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Die Russen haben ja alles, was man so zum Töten braucht. Und bei uns reicht es nicht mal für Liebestöter. Schlüpfernotstand in der Truppe. Woran liegt das? Natürlich liegt es an der Verwaltung, die langen Behördengänge. Da im Bundesamt für Beschaffungskriminalität in Koblenz, da schafft es die eine oder andere Milliarde gar nicht bis ans Ziel. Ja, verläuft dir das Geld. Es wird auch schlecht, wenn die Kühlkette zu lang unterbrochen wird. Dann die Waffenproduktion, guck mal, so ein neuer Panzer, der bekommt bei der Erstzulassung schon ein H-Kennzeichen, weil das Modell eigentlich schon seit 30 Jahren nicht mehr gebaut wird. Es ist ja auch nicht nur der TÜV, dann kommt noch das deutsche Personenbeförderungsgesetz. Ja, baut mal einen barrierefreien Panzer mit Treppenlifter, das geht ins Geld. Und dann, ja. Dann natürlich die Renten, die sind in der russischen Armee gar nicht vorgesehen. Die setzen auf berufsbezogenen Stellenabbau. Aber das ist alles Killefitz. Ich sage, im Wesentlichen liegt das Missverhältnis zwischen Kampfbereitschaft und Kosten an der Gorch Fock. Weil die schon so alt ist. Baujahr 58, wie die Ursula von der Leyen. Das ist eine ganz alte Fregatte. Also, die Gorch, nicht die Uschi. Also das... Da ist eine Sanierung einfach zu aufwendig. Jetzt habe ich mich vergaloppiert natürlich, aber das passiert auch alten Hasen. Also als Museumsschiff okay, aber als Schulschiff. Ihr kriegt jetzt nicht am Kopf, das tut mir leid. Also das. 4 Millionen hat die Uschi Didi Gorch Fock. Gekostet neu, das kostet heute im Monat, aber ich denke, das ist eine gute Investition, auch in die Zukunft. Die FDP ist ja total begeistert. Ne? Das ist ein Meisterwerk deutscher Ingenieurkunst, der Antrieb, Windkraft. Es ist Lindner spricht von Freiheitsenergie. Das ist die Gorch Fock, das ist der FD-Panzerkreuzer für die Thunberg Wars. Ja? Denn die Gorch, die ist ja fast so klimaneutral wie unser Schützenpanzer Puma. Nee, es ist kein Tretpanzer, der fährt einfach nicht. Das kann man auch einfach lösen. Also der fährt prinzipiell schon. Ne? Aber natürlich nicht, wenn er vom Band kommt, man muss ein bisschen ins Zubehör, so 10 Millionen noch, Zündkerze, Einparkhilfe, Blitzer-App. Aber dann fährt er, wenn man vorher tankt, das kostet dann auch nochmal... Oh, inzwischen ja 3.000 Euro für die ersten, sagen wir mal, 60 Kilometer bei Standgas. Dann hat man immer noch keinen erschossen, wie auch ohne Munition. Aber du könntest endlich lostuckern Richtung Ukraine. Aber dann kommt das Dieselfahrverbot. Zu Recht, ja, denn der Schützenpanzer heißt nicht nur Puma, der stinkt auch so. Ja.
Aber das ändert sich jetzt mit Christine Lambrecht. Sie ist Dufte und sie wirkt auch, als duftet sie. Und ich mag sie. Sie sagt immer Waffeln, wenn sie Waffen meint. Ne, das Verteidigungshaushalt mal anders interpretiert. Wir brauchen mehr Waffeln gegen den russischen Bären. Das ist eine kluge Strategie. Gib dem Bärchen Zucker, dann Karies Steinausfall. Das ist doch viel eleganter als hier eure AKK. Das klingt ja schon wie eine Terrorgruppe. Also ich möchte jetzt... Nein. Ich auch. Ja. Ah ja, wenn man schon in Saarland ist, dann muss man ja auch hier AKK, besser bekannt als Putzfrau Gretel. Das ist ja ihr Künstlername im saarländischen Karneval. Ja, von der Pointe hat er mir jetzt ein bisschen mehr versprochen. Das saarländischer Karneval, das ist ja nur vergleichbar mit dem Kölner Oktoberfest. Das ist... haben wir Karnevalisten da jetzt? Aber für mich hat das was von afghanischem Feminismus. Also das saarländischer Karneval, das ist da auch wieder ein Widerspruch in sich wie Urlaub mit Kindern in dem Fall. Oder Vernunftehe. Eine Ehe kann nicht vernünftig sein, sonst hieß es Verstandesamt. Das ist aber nicht der Fall. Und wo wir schon... Ja. AKK, menschliche Beziehung, also das mit Afghanistan, das war natürlich unvernünftig, aber trotzdem keine Ehe. Also das war rein sexuell. Ja? Können wir sagen, möglicherweise der längste Quickie der Weltgeschichte, aber keine Ehe. Und bei einer Ehe, da stehen die Paare euphorisch am Altar, schwören sich, bis das der Tod uns scheidet und dann warten sie vergebens. Dankeschön. Thank you.